Was geht ab? Ich bin Duke und willkommen bei Games to Gaming. Und zwar so eine Art offizielles erstes Unboxing, wenn es in diesem weiteren bleibt. Und zwar geht es mir heute nicht um dieses schöne Schmuckstück hier. Und zwar ist es das World of Warcraft Battle Chest Edition, ja, wie auch immer man das nennen kann. Also, kurze Erklärung, ich habe wieder World of Warcraft neu angefangen, musste halt mein eigener Kanal, gab es halt ein paar Probleme und so weiter. Und naja, ich musste einen Kanal anfangen. Deswegen habe ich gedacht, dass ich gleich mal diese Edition hole. Nein, das ist ehrlich gesagt gelungen. Ehrlich liegt es daran, dass ich wollte mir eigentlich nur so World of Warcraft holen. Und der Typ meinte zu mir, dass die hier gar nicht mehr richtig hergestellt werden, also verkauft werden in den Laden, sondern nur noch halt mit Burning Crusade und Einzel World of Warcraft zusammen in dieser Battle Chest Edition. Und wir machen halt ein Unboxing. Wie wir sehen, ich habe es für 12,99 bekommen. Zwar bei MediaMarkt bei mir jetzt und eigentlich normalerweise kostet das in Laden so um die 15 Euro. Das heißt, ich habe Glück gehabt, der Schnäppchenjäger Duke hat mal wieder ein bisschen Euro gespart. Naja. So, erstmal im Laden sieht man das halt so dann halt und dann kann man sehr schön hier aufklappen. Und hier kann man dann schön sehen, dass es halt so aufgebaut ist. Das heißt, hier mit schönen Bildern und so weiter, das ist halt so eine Klappbox. Sehr schön, übrigens hier mein Lich King Dings, ja. So, das ist sehr nett. Was steht hier? Alles, was sie brauchen, um das Abenteuer zu beginnen. World of Warcraft Battle Chest ab 12. Ja, und dann würde ich mal sagen, dann packen wir das Teil einfach mal aus. Hier oben ist nämlich ein Öffnungsschluss. Ungefähr so. Und darin befindet sich eine Box. Wunderbar. Erstmal holen wir das hier raus. Was ist das? Das ist so, wie es von hinten hier aussieht. Ist nämlich normal dann in dieser Battle Chest hier enthalten. Packe ich mal zur Seite. Dann holen wir mal das gute Stück hier raus. Gut, die Frage ist jetzt, ob ich das mit einer Hand schaffe. So, da fällt es auch gleich runter. Perfekt. Hier ist es. Es sieht eigentlich genauso aus wie von draußen. Bloß, dass es halt jetzt hier zu öffnen ist. Also auf der Rückseite ist nichts drauf. Dafür war ja da unten diese Shell-Sing. Dann würde ich mal sagen, wir öffnen es einfach mal geschält. So, hier kann man sehr schön, merkt man auch übrigens sehr stabiles, sehr stabiles Plastik oder Pappe. Ja, Pappe, sehr stabile Pappe ist das hier auf jeden Fall. Sehr schön stabil, also keine Billigpappe, sondern schon wirklich hochwertiger. So, dann öffnen wir es mal und dann kommt uns gleich schon ein paar Sachen entgegen. So, was ist das? Das ist die Battle Chest Disc 1. Und zwar auf dieser Disc befindet sich World of Warcraft, also das richtige World of Warcraft. Und zwar, ja, wie soll ich das sagen? Da werden nicht halt diese, welche jetzt diese normalen Dinger da mitgeliefert, sondern da werden halt nur so eine kleinen pappigen Dinger mitgeliefert. Da hinten befindet sich der Code auf der Rückseite für die Battle Chest. Damit werden automatisch Burning Crusade und World of Warcraft aktiviert, aber ich habe den schon benutzt, also ist es egal, ob ihr den seht oder nicht. So, das packen wir jetzt erstmal hier zur Seite. Also hier drin sieht man halt, befindet sich dann halt auch eine CD dafür. Dann packen wir es mal zur Seite und als nächstes sehen wir denn hier drin, ist die World of Warcraft Battle Chest 2. Und zwar auf dieser CD befindet sich dann halt, Burning Crusade. Leider kein Code auf der Rückseite, das ist alles auf ein Code bei den Dings hier drauf. Und deswegen, ja, ist genau das gleiche Prinzip. Da ist hier eine CD drin. Bisschen billigere Pappe. Das packen wir auch mal zur Seite. Was befinden sich noch hier drin? Eine kleine Kurzanleitung, ein Booklein. Und zwar, recht nett gemacht. Hier sehen wir mal, es ist alles in Farbe. Da sehen wir auch mal hier die Drannereien, Einstellung des Charakters, denn die kurze Erklärung, die Wahl der Klasse, ob Tank, Heiler, bla bla bla. Alles sehr schön, kleines, nettes Buch, hier kurz eine Karte. Nicht gerade dick, wie wir hier sehen können, und ja, ist es aber nett in Farbe gestaltet. Das ist sehr selten zu finden heutzutage, Bücher, die in Farbe gemacht sind, und ja. So, und dann kommt hier das größte Stück aus der Box, und zwar, whoop, der Ratgeber für Einsteiger des World of Warcraft. Und zwar ist das ein Booklein. Wir packen mal hier. Hier ist die Box jetzt nochmal kurz.
Die packe ich dann auch mal kurz hinweg. Und hier sehen wir es denn. Das World of Warcraft Einsteigerbuch ist mit in der Box enthalten. Wir öffnen es mal hier. Das ist eigentlich ehrlich gesagt wie ein Guide. Also es ist ein World of Warcraft Guide. Und wie man am besten halt mit jeder Klasse spielen kann. Die Ausrüstung. Und jetzt hat er kurz sich aufgehangen. Den Priester, was man alles dazu nutzen kann. Mit schönen farbigen Bildchen und so weiter. Alles ganz nett gestaltet, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Ich bin schon ein alter Hase im WoW, aber für Anfänger ist es sicherlich ganz nett geeignet. Ist auch sehr schön anzufassen halt. Auch wieder etwas teurer halt Plastik. Auf der Rückseite, ja hier kurz die Maps, obwohl hier bestimmt hier drin größere Maps zu sehen sind. Und ja, halt alles sehr schön in Farbe. Sehr stabile Seiten, also nicht die sofort einen zerreißen oder so. Muss ich ehrlich sagen, ganz geschillt. Und ja, das war sozusagen die Battle Chest Edition mit Burning Crusade und World of Warcraft drin als Code zum Aktivieren. Ein Ratgeber für Einsteiger und eine kleine Kurzanleitung, obwohl das alles bestimmt auch in diesen Büchlein hier drin steht. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass da kein vielen Aufpreis, also dass die. Ich von mir aus hätten die Battle Chests ein bisschen teurer machen können. Weil immerhin steht ja auch, steht hier ja hier auch drauf, alles was sie brauchen, um das Abenteuer zu beginnen. Und es ist wohl für die schon ein bisschen WoW gespielt haben, eine Ahnung, dass man eine Game Card oder so etwas braucht. Das ist leider nicht mit drinnen halt, das heißt, das muss man sich mal extra kaufen. Das habe ich mir natürlich auch geholt, sonst kann ich das Spiel nicht zocken. Und ja. Das wäre echt noch ganz gut gewesen, wenn das noch mit drin gewesen wäre. Und sonst ist es eigentlich ganz nett. Für Anfänger wirklich gut zu empfehlen. Halt mit diesem Buch und so weiter auch. Ihr müsst bisher noch die Game Card einzeln kaufen. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon anfangen in der Welt of Warcraft. Na gut. Dies war mein erstes Unboxing und mein erstes Video für die World of Warcraft Abteilung. Was genau die World of Warcraft Abteilung ist, erfahrt ihr in einem nächsten Video. Und ich würde mal dann reinhauen und sagen, bis. Tschüss, zum nächsten Mal, euer Duke und ciao.